Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erzähle ich euch etwas zur Plattentektonik. Plattentektonik. Die Plattentektonik beschreibt die Bewegung der Lithosphäre, also der Erdkruste. Die Bewegung der Platten wird auch als Kontinentaldrift bezeichnet. Alfred Wegener hatte schon 1915 festgestellt, dass alle Kontinente wie ein Puzzle zusammenpassen. Er war der Überzeugung, dass es einen Urkontinent, Pangäa, so wird dieser bezeichnet, gab, der sich dann durch Kontinentaldrift veränderte und auflöste. Die Erdkruste besteht aus verschiedenen Platten. Diese können unterschieden werden in kontinentale Platten und ozeanische Platten. Kontinentale Plattenteile sind bis zu 60 Kilometer dick und liegen oberhalb des Meeresspiegels. Sie bilden die Kontinente der Erde, aber eben auch mehr. Ozeanische Plattenteile sind nur ca. 10 Kilometer dick und liegen unterhalb des Meeresspiegels. Sie bilden den Meeresboden der großen Meere. Hierbei kann man sich übrigens merken, dass so eine Durchschnittsgröße oder Dicke 35 Kilometer sind. Die Grenzen zwischen den Platten sind deutlich auszumachen. Sie sind entweder durch den mittelozeanischen Rücken oder Tiefseerinnen zu erkennen. Okay, und nun steigen wir weiter ins Thema ein. Dafür schaut ihr euch die folgenden Videos an. Okay. So Leute, das war's. Das Video ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr was gelernt. Hinterlasst mir doch einen Kommentar oder zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Okay, das war's.